Hallo und willkommen zu Pop Night. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Und zwar hier als Überlebender Isaac. Das ist der Überlebende mit dem Fotoapparat. Und ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ah, ich würde gerne hier hinten irgendwo reparieren, aber hier hinten in der Nähe spawnt halt auch der Killer immer. Heißt, ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay, aber ich habe es drüber geschafft. Isaac ist ein ziemlich cooler Überlebender, weil er halt mit dem Fotoapparat direkt spawnt. Das ist halt eine sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr mächtige Waffe, um den Killer abzuwehren. Man kann nicht nur den Fotoapparat nutzen und dann abhauen und sich vielleicht versuchen zu verstecken. Der Killer findet einen dann nicht mehr. Nein, man kann den Fotoapparat auch vielleicht versuchen zu nutzen, wenn der Killer gerade jemanden auf der Schulter hat, um dann die Person freizublenden. Was halt natürlich, ja, im Optimalfall vielleicht klappt, aber gar nicht so einfach ist. Mal schauen, wie wir unseren Fotoapparat hier einsetzen. Ich denke zur Gefahrenabwehr. Vielleicht hätte ich nicht sofort losrennen sollen, aber ich hätte jetzt keine Lust, von der Banshee gejagt zu werden. Okay, ich bin hier nur ein Pilz auf der Vase. Nicht gut. Okay, mein Team hat schon einen anderen Generator repariert. Die hat den Generator verflucht. Und ist jetzt über alle Berge. Oh, diese Hecke hat mir gerade echt den Hintern gerettet, dass ich da so schön drüber hüpfen konnte. Okay, seht ihr den Generator verflucht. Ich ziehe weiter durch. Ich hoffe, ich bekomme ein paar Münzen noch. Weil jetzt habe ich halt auch kein Item mehr. Das war halt gerade der Vorteil, ne? Ich konnte den Fotoapparat nutzen, konnte damit abhauen. Die Banshee hat noch ewig gesucht. Das Team konnte einen anderen Generator durchziehen, eine andere Popmaschine, meine ich. Und ja, im Moment stehen wir halt ganz gut da, ne? Alles nur, weil ich nicht geschnappt wurde, ne? Ich meine, gut, mit den anderen überlebenden Items, wie dem Energy Drink Upsi oder dem unsichtbaren Unsichtbarbuch, kann man natürlich auch versuchen, gut abzuhauen. Die hat's da böse erwischt. Ach Mann, schade. Nein. Hab ich dich? So, ich muss abhauen. Vielleicht ist jemand anders da, um sie aufzuheben? Nee. Doch, da ist jemand anders, aber die schaffen es leider nicht. Ich repariere hier kurz, falls sie dagegen getreten hatte. Dass der nicht weiter zurückgeht. Kollege wird dort verfolgt, gejagt. Ich hoffe, sie hat mich nicht mitbekommen. Und sieht nicht, wie dieser Pilz hier tanzt. Ist halt hier wirklich jetzt auf der Suche. Ich meine, wir waren halt ja auch gerade alle. Okay, dort hinten ist anscheinend jemand. Das ist nicht gut. So, hau du mal ab. Die versucht jetzt noch da hinterher zu rennen und zu stunnen, oder wie? Mensch, Leute, wir müssen aufpassen. Dass die halt, ne? Jetzt liegt die halt eben wieder, ne? Die wurde gerade gerettet, hat nicht viel Leben. Das ist halt das Problem jetzt. Schade, ich dachte, ich kriege sie. Also, beziehungsweise, ich hatte gehofft, ich kriege sie. Ich habe es jetzt nicht gedacht. Ich dachte mir, mit etwas Glück und viel Fantasie funktioniert das vielleicht. Naja, hat leider nicht. Okay, die Nonne ist dort hinten noch unterwegs. Also ich versuche jetzt einfach wieder ein Ding durchzuziehen. Ich hoffe, dass mein Team dort oben ist, um zu retten. Ja, die ist hier bei mir in der Nähe. Ja, dort ist das Buch dort. Man muss sich immer so ein bisschen merken, wo liegen die Sachen. Und dann kann man halt schnell sich in die Sachen auch verwandeln. Wenn man in etwa weiß, wo kleine Gegenstände liegen, gut sich zu verstecken oder wegzuhüpfen. Ich wusste zum Beispiel, dass hier am Anfang immer ein grünes Buch liegt, mit dem man sich ganz gut in den Hecken verstecken kann. Wenn man halt vom Killer gejagt wird, ist das aber gar nicht so einfach, das dann auch zu erwischen.
Okay. So, ich hoffe mal, den Generator kriegen wir durch. Ja, ich denke mal schon. Das Coole ist auch, dadurch, dass ich den jetzt repariere und ich ein paar Münzen gesammelt habe, kann ich mir jetzt gleich auch wieder zwei Items holen. Die mir dann vielleicht noch helfen werden. Also die werden mir garantiert helfen, aber... eine goldene Kamera. Ich glaube, die stunt den Killer länger. Und zusätzlich, ne, kann ich die halt dann mehrfach nutzen. Ist der schon voll repariert? Ja, anscheinend. Ich habe es gar nicht gesehen. Okay. Die Münze hole ich mir auch. Ist immer ganz gut zu wissen, wo die ganzen Münzen immer spawnen, dass man die sich immer regelmäßig nebenbei mit abholt. Okay. Hier hatte die Nonne auch mal verflucht. Da ist der Generator grün und die Skillchecks werden schneller. Ich fand das am Anfang mit diesen schnellen Skillchecks so schwer. Ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Mittlerweile geht's. Also gut, ich treffe da jetzt auch nicht unbedingt immer die Großartigen, aber ein paar treffe ich zum. Also ich verhaus zumindest nicht. Nicht allzu häufig. So, ich werde mal versuchen zu retten. Ich bin ein Brot. So, zack. Okay, die ist, denke ich mal, auf der Suche, jetzt auf dem Weg zu dem Generator dort hinten. Ich habe der Person am Gen ein bisschen Zeit geschenkt und kann jetzt sogar noch retten. So, und der Fotoapparat ist gerade nur auf Abkühlzeit, 100 Sekunden und ich kann wieder nutzen. Und ich habe wieder genug Münzen, durchs Reparieren, durchs Münzen aufsammeln, um mir halt ein nächstes Item zu holen. Oh, oh, wo, was? Oh, bang. Und schon ist der Fotoapparat wieder weg. So schnell kann es gehen. Okay, jetzt denke ich, den Fotoapparat verflucht. Wir haben den nächsten Generator geschafft. Wir müssen halt bei der Banshee echt aufpassen. Die ist halt ein super schneller Killer. Und wenn man da es irgendwie verhaut und sie irgendwie drei nahe Generatoren beieinander halten kann, wird das schon echt schwer. Und momentan sieht es so aus, als würde sie den hier halten. Ich denke mal, den hinten in der Kirche auch und vielleicht den hinter der Kirche auch noch. Also, dass die drei Generatoren dort hinten im Kirchengelände versucht zu halten. Okay, da wurde sie auch wieder gestunt. Ich meine, wir finden halt auch immer wieder Sachen, sammeln Münzen auf, ne? Und sind damit halt auch sehr wehrhaft, wodurch sie halt viele Stunts fressen muss. Und wieder ran. Weiter als Pilze. Okay, und falls sie jetzt herkommen sollte, könnte ich immer noch dieses Glas werfen. Heißt, ja, wir sind so oder so geschützt hier. Oh, es tut mir leid. Er war so schnell. Ich habe gerade eben noch gesagt, dass ich mittlerweile ganz okay damit klarkomme und nicht so oft verhaue. Aber manchmal, naja, reden und spielen, ne? Das ist halt immer auch gar nicht so einfach. Ich meine, man muss sich schon konzentrieren, dass man die auch trifft, aber dabei noch irgendwie... Ich gehe jetzt hier weg, das ist unangenehm. Ah. Oh, die ist tot. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Hatte sie was Schönes? Ah. Ich habe die Taste falsch... Ich habe die falsche Taste, glaube ich, gedrückt. Okay. Ich soll jetzt eigentlich nicht drauf anlegen, hier zu liegen und geschlagen zu werden. Bei. Okay. Ist natürlich blöd, dass die einen jetzt tot ist. Das ist richtig bescheiden. Ich habe es halt auch gar nicht so richtig mitbekommen. Ne? Ich habe mich halt drauf fokussiert, die Skillchecks halbwegs zu treffen. Aber gut. Ich denke, den Gen werde ich schaffen. Dann fehlt halt nur noch einer und ich denke wirklich, dass das halt alle drei dort hinten sind in dem Kirchengebiet. Und sie sich dort auf den Generatoren auch wirklich ausruht und versucht die halt einfach ganz entspannt zu halten. Und wir müssen jetzt irgendwie dazwischen gehen, die Generatoren reparieren plus Leute wahrscheinlich dann auch noch retten, ne? Die ist halt dann erwischt. Okay, ich habe wieder so ein Leuchtglas. Wenn ich damit den Hunter, also die Killerin hier treffe, dann ist sie blind.
Okay, was macht sie? Hau bitte ab. Vielleicht hatte sie mich gehört. Ist halt natürlich auch ein richtig bescheidener Stuhl hier. Halt komplett in ihrem Territorium, sag ich mal. Damit ist sie jetzt zumindest blind geworden. Versteck du dich. Zack, sie ist wieder blind. Und jetzt stellt sie sich immer in den Eingang, weil sie weiß, dass wir da nicht rauskommen. Okay, ich bin mal rausgehüpft. Einfach um, dass sie lieber auf mich geht und nicht auf die Person, die da noch drin ist. Okay, ich hätte halt noch den Futterapparat, der ist gerade wieder bereit geworden. Der legendäre Futterapparat, ich sag's wie es ist, ne? Der hat mir jetzt schon ein paar Mal das Leben gerettet. Okay, Energy Drink. Das natürlich, wäre natürlich schöner, hätte ich irgendwas, um mich zu heilen. Aber gut. Ja, und ihr seht, was sie jetzt macht, ne? Die ist halt so schnell und kann jetzt hier einfach alle Requisitmaschinen sehr leicht einfach kontrollieren. Okay, irgendwo anders hat es gekracht, der ist sie gerade noch umgekehrt. Um auf der anderen Seite so zu kontrollieren und zu suchen. So, wir haben gleich ein Drittel. Ich sitze natürlich auch so, dass sie mich sofort sieht, ne? Ich müsste mich vielleicht ein bisschen besser hinsetzen, aber gut. Oh, sie hat schon wieder jemanden geschnappt. Ja, das ist halt echt nicht einfach hier. Ich hoffe, ich schaffe den vielleicht sogar. Ich meine, falls sie herkommen sollte, hätte ich den Fotoapparat, hätte den Energy Twink. Das Problem ist halt wirklich dann die Zeit, die uns so langsam dann ausläuft. So, jetzt werde ich mich mal verstecken. Nee, die ist dort anscheinend und jagt die andere. Oh, Leute. Nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht gut. Die sitzt jetzt zum zweiten Mal. Die Nonne verflucht den Generator. Und geht jetzt nach dort hinten. Okay, ich rette dich. Das hat jetzt, ich meine, ich habe damit zwar mein Futterapparat jetzt kurzzeitig verbraucht, aber besser, sie ist halt noch länger gestunt und die andere kann hier vielleicht noch irgendwie vom Ort kommen. So, den repariere ich mal weiter. Ich habe halt noch den Energy Drink. Den will ich halt aber auch nicht einsetzen, ne? Ich zeige ihr mal, dass ich halt nicht weggehe. Ja, ja. Sie weiß, dass ich nicht weggehen werde. Dass ich hier weiter nerve. Ja, okay, das klappt sie. Okay. Sie kann halt hier nicht wirklich weg, weil ich hier die ganze Zeit auch bin. Und das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Och je. Sie war meine Hoffnung, dass sie sich irgendwie auf der anderen Seite anschleicht und dort den Generator durchzieht. Jetzt wird die Nonne sich natürlich gut Zeit nehmen, hier nochmal schön kontrollieren, alles abdecken. Ja. Okay. Gut, ich versuche jetzt. Wie mache ich das jetzt am besten? Schmerztabletten für Notfall sind schon mal ganz gut. Ich nehme mal die Münze noch mit. Okay. Ich könnte halt versuchen, den Gen hier zu machen. Und dann zu zählen, wann sie wieder checkt. Sie wird halt früher oder später herkommen, um zu gucken, ob ich hier bin. Ich will halt nicht... Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay.
wenn ich Glück habe, schaut sie wieder nur so kurz drüber und dann kann ich die nächsten 10 Sekunden nochmal mit Reparatur verbringen und dann schaffe ich den vielleicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das hat gut Fortschritt gegeben. Ziehe den jetzt durch. Ich habe den Futterapparat. Okay. Sie hat mich vielleicht gesehen. Das wäre blöd. Okay. Scheibenkleister. Ich halte halt nur einen Schlag aus. Oh, und ich habe jetzt auch nur noch 2 Minuten 40 Sekunden. Okay, hier würde ich halt die gleiche. Wobei, nee, ich gehe jetzt zum anderen Tor. Ist mir gerade auch zu heiß. Oh, ich bin auch gerade so aufgeregt. Ist immer so, wenn man der Letzte ist, ist dann immer so aufregend und spannend. Okay, aber wir schaffen das. Indem ich jetzt hier einfach hier rumgehe und dann das gleiche Spiel wie vorhin beim Generator mache. Ich kann mir gerade eh nichts kaufen. Also ich könnte mir was kaufen, aber ich habe gerade eh alle Sachen im Inventar. Okay, Pilz auf geheimer Mission. Sie steht da. Okay, und geht wieder zurück. 2. Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4. Ich zähle zu schnell. 5, 6, 7, 8. 1. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das war meine Hoffnung. Aber vielleicht ist sie jetzt so da hinterher, dass ich dort bin, dass ich hier öffnen kann. Ich muss halt jetzt auch langsam durchziehen. Okay, das ist nicht gut. Die kommt langsam an. Okay, sie gibt mir einen mit. Ich nehme die Pillen direkt. So, plus den Energy Drink. Bin ich plötzlich eine Vase. Okay. Ich versuche jetzt wieder hier rumzugehen. Nein, das hat sie nicht gestunt. Schade. Okay, ich bin eh tot. Ich kann's. Ah, ich lasse es nicht sein. Noch sind 20 Sekunden nicht um. Okay. Ah, die lässt mich halt jetzt auch nicht in Ruhe. Nee, ich krieg's nicht. Ah, weil sie mich halt dort einmal entdeckt hat. Beim Tor jetzt. Nein, ich kann auch gar nicht mehr hüpfen. Schade, es war so knapp. Aber die hat echt gut gespielt. Das war hui. Good game, well played. Ah, das war krass. Aber hey, es war echt, es war lustigerweise halt wirklich schaffbar, ne? Also ich hätte es theoretisch auch schaffen können, hätte ich halt besser gespielt. Aber sie halt in dem Moment halt einfach besser gespielt als ich, ne? Aber gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!